Du musst zu uns wechseln am Hof. Ja. Hallo, grüß dich. Hallo. Grüß dich. Ja, hallo miteinander. Genau. Gut, dann gehen wir es an. Man regnet ja wieder mal, gell? Ja. Aber wir müssen was machen. No, no money. Ach Gott. Genau. Ich mach das sogar Platz. Dankeschön. Ich mach das sogar Platz, Leute. Naja, dass du Ding kannst. Du kommst eh vorbei, aber hoffentlich kommt der Baum auch vorbei. Das will man sehen, wo der Baum hinfällt. Was das ist das? Regen, das, das kommt noch das Chaos. Du bist auf alle Fälle gefährlich, gell? Das sage ich nachher gleich. Warum? Ja, weil er hinter dir schneidet. Ach, das ist noch besser. Carsten, und das gilt wie immer. Wenn du was nicht verstehst, frag bitte nach. Ja, ja. Dann reißt man sich wieder zusammen. Jetzt bist du unter vier Burgenländer. Christus unter wenn den Räubern. Wenn du ein bisschen Deutsch mit reinmischt, ist alles gut. Ja. Christus unter den Räubern nennt man das, oder wie? Ja. Ja, 2 Meter, das müssen wir mal erheben können. Carsten, bist du voll? Ja. Okay. 99%. Das lohnt sich nicht mehr. Nein, nein, ist ja klar. Niklas? Boah, der ist hoch, der Hänger. Bleib stehen. Und Papa? Ja, da muss ich mal raufgängen. Papa? Warte. Ja. Ja. Was? Ich aus ja, jetzt hast du aber getauscht. Ich aus den Resten ich laden. Hin. Laden tue ich. Jetzt laden tue ich. Hm. Also trotzdem. Hätte den Johnny braucht, aber lass es. Was? Trotz der kleinen Hänger mit Vollgas um die Kurve, das ist leider. Bei mir hängt da. Bei mir ist Gas hängen geblieben. Schrei nicht so laut. Ich hab's gesehen. Ist Gas hängen geblieben, was soll ich machen? Ja. Noch nicht voll. Niklas, bist du noch nicht voll? Nein, 120%. Mensch, warum haben die alle so einen großen Hänger? Ein Carsten, nur kein Motor. 120%. 4 Schaufeln fertig. Erst 4 Schaufeln fertig. Mit 2 Hängern. Ja. Ja, das nennt man Arbeit, gell? Ja. Ja. Das habe ich immer genug gehabt bis dato, oder? Heute Single, jetzt 3 Tage in Multiplayer bei uns auch, Christian, ha? Ja, Carsten, ich bin jetzt 8 Stunden. 8 Stunden ist ein Mähdrescher gesessen. 8,7 Stunden habe ich nichts gehabt, außer Mähdrescher fahren. Der Mähdrescher hat jetzt drauf 8,7 Stunden, weißt du, der Dominator, gell? Ja. Mit 5 Meter 10 Schneidwerk. Ja. Ja, warum kannst du das? Das geht nicht aus. Das ist ein guter Traktor dafür. Ha, 1600. Muss erstmal klingeln bei der Scheune. Achso, musst du bitte die Scheune aufmachen. Ja. Scheunentor zu. Da war zu. Niklas. Ja. Niklas, hast du irgendwo ein Loch im Hänger? Oh. Der Christian schon aus Aushöfer da und man hört schon, die Motschgerei geht schon los. Ja, da gibt es schon das erste Geld. Genau, so ist es. Guck mal aufs Konto. Für manche Leute, ja, jawohl. Manche Leute, die es nicht wissen, Christian und Joachim und ich, auch Niklas einmal, wir spielen schon eigentlich Multiplayer sehr viele Jahre, sagen wir mal so.
Das ist nicht für uns ein neuer. Carsten, wo hast du das restliche Geld hin? Ja, kommt noch. Joachim, pass auf! Wo ist das restliche Geld hin? Mal zwei. Ja. Niklas, bist du schon voll? Na. Erst 8-1. Ich nehme mit Niklas gar nicht. Ich bin Niklas gar nicht in den Spektrum-Mod. Warum? So weit, der ist ein anderen Hof, gell? Wie viel Prozent hast du, Niklas? 63. Ah, du siehst es, okay. Dann. 60 erst. Nein. Lufttemperatur. Du musst ja bei ihm 10 reinmachen, oder? Nee. Ha? Nein, das war 9, die Lufttemperatur. 1. Ja, na Luft, ja, nicht Lufttemperatur, die Luft vom Traktor. Die Lufttemperatur. die Temperaturangabe in Prozent. Wie wir es gesagt haben, Ball. Es wird lustig. Ja. Das haben wir schon vorher gewusst. Geht schon, Christian, her zum Horschmein. Moment. Vorher hat er sich aufgeregt und jetzt ist er bereit. Muss ich mir erst zu dir vor. Ah, da kommt der Kasten. Stopp! Hey, hallo. Ich habe meine Bremsen. Wer ist das eingestellt? Bremskraft auf 100, bitte. Sonst bist du unten im Bach drinnen, was du da oben fasst. Ja. Machen, Alter. Häckselgut. Jetzt habe ich Häckselgut drin. Bremskraft 100? Ja. Warte, ich muss den Häckselgut noch weg. Joachim, hast du schon von deinem Chaos was aufgenommen? Der Häckselflotte. Du schneidest, Joachim. So. Er tut sich konzentrieren beim Schneiden. Kommst du vorbei, Carsten? Mit dem kleinen Traktor? Erst. Aber mit zwei Hänger. Ah. Ich glaube, der das meistert. Was ist? Hallo. Warum? Wir hören die aber. Oh. Joachim, wie viel Baum hast du schon geschnitten? Ja, jetzt geht's. Papa, da hat sich was umgestellt. Soll ich abladen? Ja, bitte. Ja, kommt das nicht dann zu uns? Nicht einfach auf den kleinen Sens. Warte, Niklas. Carsten, hup Sicherheitshalber runter zu ihm, bitte. Ha? Ich spring mal geschwind runter, ja. Die ersten 8 Minuten sind einmal für nichts gewesen. Na wieso? Uns muss man erklärt haben, oder? Ja. Aber mich nicht. Ja, dann musst du es dazu schreiben, weil wir haben schon ziemlich viel weggetan, oder? Ja. Niklas, hast du jetzt abgekippt? Nee, ne? Na. Was ist schon gewesen? Wo hast du abgekippt? Warte mal. Ja, warte, lass mich rein. Weil du schon abkippen. Sonst geht's auf euer Konto. Das ist ja. Warte, ich mach kurz was testen. Ob es auf mein Konto geht oder auf mein. Ja, jetzt funktioniert wieder mein Mikrofon. Kann ich kurz schauen, ob es auf mein Konto geht oder ja, auf mein. Ja, probier's dann mal kurz, Niklas. Ganz kurz abkippen und wieder ausfahren. Gut. Nein, geht auf mein. Ja, okay. Dann sollte er auf unseren Hof einfach treten, der Christian auch, oder? Ja. Sicher, weil sonst rennt ja alles auf. Genau. Christian Hof auf unseren Hof. Der Carsten wird dabei ein Kleinodlohner und aus. Ja, der Carsten hat das praktisch auch schon auf dem Niklas gewohnt, ne? Okay. Nein. Sicher. Nein. Nein, wird nicht. Geht auf unser Konto.
Ja, wieso, Didi, wenn vorher nichts drauf war und jetzt sind 40.000 drauf gewesen? Verstehst du nicht? Oh ja. Und der eine lohnt jetzt auch. Hallo, stopp. Christian, warte ein bisschen. Ja, 10.900 Euro. Genau. Christian, du bist auf dem BGA. Dein Hof, der 40 oder das anders. Du musst zu uns wechseln am Hof. Ja. Die Häuser zu unserem Hof, dann siehst du unser richtiges Geld. Wir haben 21.000. Geht also Wachstumsstufen gerade gegangen in Regen. Passt ja. Unser Feld, euer Feld ist eigentlich schon erntereif. Aber es bringt nichts. Es regnet. Es regnet. Ah. Das wird es noch ein bisschen länger. Ja, ein bisschen daneben geworfen. Ja. Das wird doch lustig hier. Das wird sicher lustig. Achso, da sind schon Laden da hinten, schau. Hey, wir wollen auch mitkaufen. In der nächsten Session. Und da habe ich getroffen. Ach, das ist nicht ganz leicht, ja. Oh, da habe ich wieder drüber geflogen. Joachim, du bist eigentlich Forstmeister, gell? Wo ist der Helm? Wo sind die Sicherheitsschuhe? Das darfst du mich nicht fragen, das musst du Jens fragen. Nein. Carsten muss fragen, wo das hat. Habe ich getroffen jetzt endlich mal. Ja, es ist drin. Aber sonst rein da mit der Motorsauge mal dumm. Ich bin noch immer nicht früh, sag einmal. Hä? Na, na. Ja, ich muss ich eigentlich noch irgendwas aktivieren für den Schlagenhelfer? Na, das hat der Joachim. Normal müsste es gehen. Hm? Moment, ich schau gleich nach, ob alles passt soweit. Morgen. Ich geh mal kurz um. So, passt. Ist jetzt an. Ja, was hast du zu machen? Hallo, kann ich auch mithelfen? Passt, Adeli. Auf dein Eiskurzeln. Kann ich auch mithelfen? Ja, wir gehen jetzt einmal alle ein bisschen kurz laden. Christian? Kann ich dir auch, helfen? Ja, wir sicher. Können alle am Hänger irgendwie, oder? Beim Holz kann ich helfen. Ja, Niklas, die können am Hänger, bitte. Okay. Aber nicht an einem Schädel werfen. Bam. Ups. Schon wieder drüber geworfen. Oh Mann. Echt witzig. Mach das ordentlich. Du brauchst es... Wie haben wir denn rausgeworfen? Nee, Carsten, mit der rechten Maustaste wirfst du weit. Pass ja, ich versuche ja auch mich in entsprechenden Abstand vom Hänger zu stellen. Das geht nicht, wir kriegen es alle auf die Birne. Geh knapp hin und... getroffen! Yeah, hast du es gesehen? Ich tue ein bisschen geil. Ja, du schlicht, Niklas, da oben. Ja. Dann kriegst du mehr auf deinen Kopf. Der arme Bur da oben. Warum? Hoffentlich würde ich bezahlen. Das ist mein Baumstamm. Peter hat einer geklaut. Hey, das war meiner. Hoffentlich. Was ist das? Das war meiner. Achso, ne? War vorher meiner. Hoffentlich bringt das ein bisschen Geld. Aber ja. Aber wo müssen wir das überhaupt verkaufen? Du musst ja noch gucken. Ja, den auch. Es ist gut, dass er vorher schaut, bevor er umkippt. Komm, Carsten, hierher. Ja, zwei auf einmal. Hilfe. Ach, boah, super, das sind kleine Stickeln. Hänge! So nicht einmal. Autsch. Der war zu weit. War mein Kopf. Einfach mal hier so, zack. Naja, fast. Ups. Eigentlich kannst du das ganze Zeit so machen. Einer macht so, dann macht der nächste den rein. Guck, so, zack. Ja genau, ich schmeiß das auf ihre. Mensch, da fliegen die Baumstämme. Ich mag auch eine Motorsäge. Nichts passiert. Ich mag auch eine Motorsäge. Einiges. Ja, und die Jacke im Schneidung. Ich mag schneiden. Das. Auch einmal. Boah, getroffen. Ja, weißt du, über drüber. Getroffen. Boah, das ist schon super gelohnt. Schau, der Hänger wird immer voller. Da war ich jetzt zu weit weg. So, ich glaube, hinten geht noch was rein. Oder hat noch was Platz.
Es lohnt sich aber nicht, es lohnt sich aber nicht alle immer das gleiche verstehen, oder? Wenn sie es immer wieder. Ja, dass du da kommst, dann kriegst du eine Garde. Ich find die Verkaufsstelle nicht. Darf ich das zeigen? Wo bist du? Wo ist er da? Du musst. Du bist nicht weit weg, Christian, glaube ich. Oh ja. Ah, schaut ja alles schön gut aus. Guck mal hin. Wo ist er da? Siehst du mich? Da. Da ist die Verkaufsstelle. Ich sehe dich. Ja, jetzt siehst du es, ja. Ich bin der Größte auf der ganzen Welt. So, jetzt kannst du abgeben, glaube ich. Wo sehe ich denn hier den Holzpreis? Nein, Holzpreis gibt's nicht. Da musst du zum Sägewerk, ja. Holzpreis? Sägewerk ist, glaube ich, der Zuckerfabrik, Eierfabrik. Sägewerk ist der Werkstatt. Hoppala. Verkaufsstelle für Holz. Wo steht das? Links. Also links. Links nehmen wir so. Nehmen. 24er Feld, siehst ja. Du? 24er. Das geht wie so wie gerade vor dir rüber. Holz. Ja. Okay, darüber muss ich. Also gut. Das. Sag mal, wer hat denn den Hänger verschoben? Welchen? Ich glaube, das war ich. Unbeabsichtigt. Ich habe den Hänger genommen, trotz Holz. Ja. Carsten, beim Fahren aufpassen, da kann oder wird sicher was runterfallen. L. Hast du nicht L drücken? Nein, geht nicht, gell? Nein, geht Mann nicht. Anlegen. Geht noch ein paar Dinge. Nein. Ah ja, das wird schon gehen. Ich war vorsichtig. Folge dem Brot. Ich muss ihn frei. Soll ich dir frei machen, Herr Carsten? Ja, fahr ein Stückchen nach vorne. Oder zurück, zurück ja. Ach so. So, gut. Wir sind bei 17 Minuten. Okay. Passt. Dann war es mal für heute. Ja, müsst ihr ein bisschen entschuldigen für das, dass der Ton am Anfang. Ja, leider, ich habe am Anfang nicht kontrolliert, wie was wann. Punkto OBS. Aber es hat dann wieder funktioniert. Gut, dann wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Also, bis zum nächsten Mal. Und die Glocke. Ja, also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 1000